Willkommen zum Live-Kommentar zu Maibräune heute am 26.09.2024. Da ist das aktuelle Wetter. Na? Hier wird's von der Mosel bis etwa zur Ostsee. Da sehen Sie vor allen Dingen den stürmischen Wind. Der kann auch Nordrhein-Westfalen treffen, beschränkt sich nicht nur ganz auf die Küsten. Der Samstag Moderatorin in Schwarz, Weiß, was ist das? Rot-braun. Corinna Wilborn wird heute bei uns zu Gast sein, genauso wie Roderich Kieselwetter, Veit Melik und der Migrationsforscher Gerald Knaus. Wir genießen überall größtes Vertrauen. Wenn es jemanden gibt, dem man einfach ehrlich auch mal sagen kann, dann sind Sie das. Ja. Gibt ein paar Neuigkeiten, meine Damen und Herren. Der Justiziar der Uni Kassel hat mich heute kontaktiert, weil mein Account deaktiviert wurde. Hochinteressant. Der Landtag hat ihn angeschrieben. Abgestraft und angezählt. Kann die Ampel noch regieren? Das ist unser Thema heute Abend und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. Die Parteivorsitzenden der Grünen haben. Was ist das denn hier? Blaue Jeansjacke. Sie wollen bei Elna. Für einen Neustart. Blaue Jeansjacke. Noch einmal zusammenraufen, hat die Regierung noch Kraft für wichtige Entscheidungen, zum Beispiel in der Migrationspolitik, das fragen wir unsere Gäste. Der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Freund von Michael dem Ersten, was heute Pan Antuan ist, der Typ hat mein Facebook-Profil geklaut, nach wie vor ist das Profil in der Hand dieses kriminellen Ausländers. Sie können mich ja mal einladen. Dann geht's aber richtig rund. Herzlich, los geht's. Die Wahlen sind vorüber, aber auf Normalbetrieb zurückschalten, das geht nicht mehr. Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade. Ein Rücktritt des gesamten Parteivorstands, kurz und knapp in nur 3 Minuten. Keine Nachfragen. Übrig bleibt Vizekanzler Habeck. Er sieht jetzt den Weg frei für einen kraftvollen Neuanfang. Was mit Baerbock? Ampelpartner sind in Zugzwang. Die ist verbrannt oder was? Was bleibt der FDP? Eine personelle Erneuerung. Und der spricht gar keiner mehr. Und endet beim Parteichef. Eigentlich ist der Bundesaußenminister immer eine sehr beliebte Person. Nur der Kanzler. Wer weiß schon, dass er gewinnen wird. Er ist blockiert wieder. Wir werden gemeinsam in die Bundestagswahl ziehen und ich werde mit meiner Partei das wiederholen wollen, was jetzt in Brandenburg gelungen ist. Ja, Manuela Schwesig ist bei uns. Sie waren auch mal SPD-Vorsitzende, Frau Schwesig. Mit dem grünen Maß gemessen müssten jetzt Saskia Esken und Lars Klingbeil auch Konsequenzen. Also entscheidend ist ja letztendlich, was bei der grünen Jugend passiert. Da ist ja der gesamte Vorstand der grünen Jugend ist zurückgetreten. Und dieser Vorstand ist nicht nur zurückgetreten, sondern dieser Vorstand ist aus der Partei ausgetreten. Das müsste ich mal vorstellen. Ausgetreten, komplett. Und dann sind die Vorsitzenden, der Erwachsenen, die Bundesvorsitzenden der Erwachsenen Grünen zurückgetreten. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und der entscheidende Punkt ist doch jetzt herauszuarbeiten, woran es denn gelegen hat. Lag es jetzt an der grünen Jugend, die eben komplett aus der Partei ausgetreten ist und nicht nur den Vorsitz hintergelegt hat, oder lag es an Robert Habeck oder Annalena Baerbock, die da irgendwie was gemacht haben? Entscheidend ist, dass Robert Habeck und Annalena Baerbock von der Qualität her, von der Medienwirksamkeit her, deutlich besser sind als eben die beiden, die jetzt zurückgetreten sind, der Ricarda Lang und der Nuripur. Aber bei den Grünen ist es halt so, Amt und Partei sind getrennt. Sie können nicht Parteivorsitzender sein und ein politisches Amt ausüben. Naja, wenn die Grünen nächstes Jahr wieder in der Opposition sind, mal sehen, wer dann den grünen Vorsitz übernimmt, ob die beiden das wieder machen. Also Baerbock und Habeck. Nein, die SPD ist ja jetzt nicht in Brandenburg aus dem Landtag geflogen. Im Gegenteil, Herr Beutel
Dietmar Woidke hat ein größter Distanz zu Herrn Scholz gemacht. Dietmar Woidke hat einen sehr guten Wahlkampf gemacht, und zwar den richtigen Wahlkampf. Er hat den Brandenburgerinnen und Brandenburgern gesagt, worum es geht, nämlich ums Brandenburg, und hat mit seiner SPD auch auf die richtigen Themen gesetzt: Wirtschaft und soziale Sicherheit. Und wie soll jetzt in einem zukünftigen Wahlkampf aus Herrn Scholz ein Anti-Scholz werden? Also wie macht er Wahlkampf gegen sich selbst? Naja, das Entscheidende ist ja nicht gesagt worden. Der Herr Woidke hat ja die Einmischung der Bundespartei mehr oder weniger sich verbeten. Und er hat, was Migrationspolitik angeht, ja, will ich sagen, AfD-Kurs gemacht, aber deutlich einen verschärfteren Kurs als das, was die Ampelregierung macht. Herr Scholz muss nicht Wahlkampf gegen sich selbst machen. Ich weiß, dass es die Kritik gibt, dass er vielleicht stärker vorangehen müsste, dass er emotionaler sein sollte, aber ich will auch mal zu bedenken geben, dass es vielleicht auch gut ist, dass Olaf Scholz besonnen ist und die Dinge durchdenkt, erst recht, wenn es um internationale Fragen geht, wenn es um Fragen von Krieg und Frieden geht. Und eins ist klar, die SPD und auch der Kanzler sind in dieser Ampel unter die Räder gekommen, weil dieses immer zu warten, bis man sich einig ist und sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, ich glaube, das reicht nicht. Und weil die SPD muss stärker vorangehen bei Wirtschaftsfragen und auch Fragen der sozialen Sicherheit. Man hat ja in Brandenburg gesehen, das Rententhema ist ganz, ganz wichtig. Und die SPD ist klar, dass das Rentenpaket kommen muss. Und ich sage als Ostdeutsche, das ist existenziell für die Rentnerinnen und Rentner, denn 97% der Rentnerinnen und Rentner leben nur von der gesetzlichen Rente. Es gibt keine Betriebsrente, irgendein Vermögen. Und da unterscheidet sich auch SPD von CDU, von AfD. Da haben wir eine klare Linie. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir klar werden müssen. So, da haben jetzt die SPD. Ja, Betriebsrenten, das stimmt. Ja, das gibt es auch in Westdeutschland, nur bei größeren Unternehmen. Verlorenen Wahlen in Thüringen 6,1, in Sachsen. Aber da geht es auch darum, ob man letztendlich die private Altersvorsorge, also jetzt nicht die Betriebs-, sondern die private Altersvorsorge verpflichtend macht. Das habe ich ja schon oftmals angesprochen. Das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und hier ist eben die Frage, wie soziale Gerechtigkeit definiert wird, meine Damen und Herren. Derjenige, der wenig Geld hat, der private Altersvorsorge macht, der die Riester-Rente macht und zwar keine Kinder hat, wer Kinder hat und macht die Riester-Rente nicht, ist selber schuld. Weil da gibt es ja die große Förderung durch die Kinderzulagen. Also wer keine Kinder hat und die Riester-Rente macht, da ist das ja mit der Rendite relativ bescheiden, weil ja eben die Geldanlage so gestaltet werden muss, dass die zumindest der eingezahlte Betrag wieder ausgezahlt wird, und das muss eben garantiert werden vom Versicherer, und dafür muss der Versicherer halt ja Absicherungen vornehmen. An der Börse nicht mehr das Putz kaufen oder andere Dinge machen. Und diese Absicherungsmaßnahmen kosten Geld, deswegen ist die Rendite so bescheiden. Aber was ich sagen wollte ist, jemand, der wenig Geld hat und eben die private Altersvorsorge macht, der verzichtet ja letztendlich auf Konsum, vielleicht auch auf Sparen an anderer Stelle. Und derjenige, der die private Altersvorsorge eben nicht macht, hat eben mehr Geld zum Leben. Und wenn derjenige dann später Rentner ist und muss eben dann Sozialhilfe und sonst was oder Grundsicherung halt beantragen, und derjenige, der eben die private Altersvorsorge gemacht hat, braucht das nicht. Da muss man sich fragen, ob das gerecht ist. Dass derjenige, der das macht, Verzicht übt und dass demjenigen, der das nicht macht, die private Altersvorsorge, dass dem halt besser geht. Und diese Verpflichtung zur privaten Altersvorsorge ist nach wie vor kein Thema. Ich hatte ja vorgeschlagen, Bruttoentgeltumwandlung zur Verpflichtung zu machen, 6% des Bruttolohns. Nicht? 3. In Hessen sah es auch nicht toll aus. Europaparlament, die einzige Schlussfolgerung, die Sie ziehen, ist, mehr SPD-Politik machen zu müssen. Die Schlussfolgerung, die man ziehen muss, ist, dass die SPD und auch der Kanzler den Bürgerinnen und Bürgern klar zeigen muss, wofür wir stehen in Wirtschaft und sozialen Fragen. Und eins ist ganz klar, dieser Dauerstreit in der Ampelregierung, und dann gibt es ja auch immer ständig Streit bei großen Themen zwischen Ampel und noch der Opposition von CDU. Dieser Dauerstreit, der nervt die Menschen. Wir leben in Zeiten von Krisen, von Kriegen, und erwarten die Leute Lösungen anstatt Streit. Katharina Drücke ist bei uns, eine der zwei Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Die Grünen machen jetzt im kennt gar keiner. Auch den Beutel und setzen alles auf eine Karte. Zum Beispiel. Die kennt gar keiner. Zunächst einmal haben wir uns angeschaut, dass die letzten Landtagswahlen und auch der Europa-
diese Frage haben sich diejenigen gestellt, die für Wahlkämpfe verantwortlich sind. Und das ist der Bundesvorstand, das ist eine Partei. Und die haben gesagt, wir haben einen Prozess nach vorne, aber wir glauben nicht, dass dieser Prozess mit uns noch so erfolgreich gelingen wird. Und davor habe ich persönlich wahnsinnigen Respekt, dass sie diesen Schritt gemacht haben und gesagt haben, andere werden das in Zukunft besser machen. Menschlich, muss ich sagen, ich habe total bedauert, weil ich wirklich sehr, sehr gerne mit beiden zusammengearbeitet habe. Warum ist der Parteivorstand zurückgetreten, Frau Dröge, und nicht die, die kritisiert werden müssen für das Regieren, zum Beispiel Robert Habeck und zum Beispiel die Fraktionsvorsitzenden? Nein, Herr Baerbock ist nicht genannt. Der Parteivorstand, man hat in Parteien Aufgabenteilung und der Parteivorstand ist zuständig für Wahlkämpfe, der Parteivorstand ist zuständig für eine Strategie und Kommunikation und hat deswegen gesagt, wir stellen uns unserer Verantwortung. Okay, ist eine gute Antwort. Aber entscheidend ist, denke ich, das allgemein schlechte Auftreten der Ampel außen, die wirtschaftliche schlimme Bilanz, dass es nur noch Stagnation gibt. Migrationskrise wurde noch verschärft, mehr oder weniger. Jetzt wird den Forderungen der AfD hinterhergerannt. Aber ich glaube, das Hauptthema, warum die Grünen schlecht abgeschnitten haben, ist, dass diese Klimakrise, der Klimawandel, was vor 4, 5 Jahren noch das Hauptthema war, Fridays for Futures wurde demonstriert, ja, auf die Straße gegangen und so weiter, Unterricht ist ausgefallen, es wurde Alarm geschlagen und. Dies ist vorbei. Und das hat den Grünen dieses Thema Klima extrem genutzt, weil den Grünen die größte Kompetenz zugewiesen worden ist, in dem Bereich die Probleme zu lösen. Und da das jetzt nicht mehr das Thema ist, ja, ist der Bonus oder ist eben diese Zustimmung weg. Und das andere Thema ist eben Migrationskrise, Überforderung. Die Grünen sind eben für massive Zuwanderung nach Deutschland. Und das wollen die Bürger nun in der Masse nicht. Und dafür sind sie abgestraft worden. Und natürlich das gesamte Fehlverhalten oder schlechte Auftreten letztendlich der Regierung insgesamt. Dass da handwerkliche Fehler gemacht werden und so weiter und so weiter. Gibt es Dinge, die würden wir uns definitiv anders wünschen, zum Beispiel die Art und Weise, wie wir als Koalitionspartner SPD, FDP und Grüne miteinander streiten. Okay. Aber auf der anderen Seite sage ich auch sehr klar, wir haben enorm viel geschafft in den letzten 3 Jahren. Und gerade Robert Habeck als Wirtschaftsminister hat es geschafft, das Land in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, als Russland die Ukraine angegriffen hat, die Energiepreise hochgingen, Russland die Energieversorgung gekappt hat, Wirtschaft sehr zu stabilisieren. Da haben viele deutlich positive 9,5%. Ja, die haben Nord Stream 2 gesprengt. Das war wahrscheinlich nicht Russland. Selbstverständlich verantwortet eine Partei solche Dinge gemeinsam. Und deswegen schaut sich auch jede Ebene an, was sie besser machen kann. Wir als Grüne Bundestagsfraktion, wir sind ja als Fraktion quasi der Maschinenraum der Demokratie. Wir sind verantwortlich dafür, dass Gesetze am Ende gut verhandelt werden. Und da bin ich auch sehr stolz auf die Fraktion, die das wirklich sehr, sehr solide macht. Und wir haben auch gesagt, wir wollen nicht nur über das reden, was in der Ampel möglich ist, sondern über das, was im Land notwendig ist. Und deswegen werden wir beispielsweise am Montag in einem großen Zukunftstag neue Ideen nach vorne gerichtet präsentieren, mit denen wir die Menschen auch begeistern wollen davon, wie eine gute Zukunft aussieht. Der dritte Politiker im Rund kriegt vorneweg einen kleinen Film. Dietmar Woidke hat gewagt und gewonnen. Dietmar Woidke hat alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen. Wir sind die, die gegen die AfD gewinnen werden. Der Wahlverlierer CDU schwankt zwischen Respekt und Vorwurf. Da sage ich auch Chapeau, nicht nur Glückwunsch, sondern solche Politiker brauchen wir in Deutschland, die so mutig sind, dass sie sagen, entweder ich gewinne die Wahl oder ich bin weg. Das ist legitim, aber es ist brandgefährlich im Hinblick auf das Erstarken einer Partei wie der AfD. Na, hier muss man ja sagen, dass das Direktmandat in dem Wahlkreis von Dietmar Woidke die AfD gewonnen hat und nicht Dietmar Woidke. Ja, ist Ihnen das bekannt? Also er hat als Person seinen Wahlkreis nicht direkt gewonnen, sondern die AfD hat den Wahlkreis gewonnen. Es gab eine Zustimmung zwischen SPD und AfD. Und man muss auch sagen, die AfD ist in Brandenburg für ostdeutsche Verhältnisse unterdurchschnittlich. Die AfD ist am stärksten in Sachsen und in Thüringen. Mecklenburg-Vorpommern ist auch nicht so stark. Und in Brandenburg war sie auch nicht so stark. Da war die AfD so ungefähr bei 23%.
und die SPD war das auch. Und diese Polarisierung von SPD und AfD hat nicht nur dazu geführt, dass die SPD in Umfragen und dann im Wahlergebnis auch gestiegen ist und über 30% abgeschnitten hat, sondern auch die AfD ist von 23% auf knapp 30% angestiegen. Also wenn man sagt, die AfD können sie damit in den Griff kriegen, wie auch immer, nee. Sie haben die AfD mit polarisiert und haben die AfD von 23% Umfragen auf knapp 30% im Wahlergebnis hochgezogen. Also das ist, gefällt mir alles nicht, das muss alles auch mal umfassend dargestellt werden. Die stellen sich das immer so dar, wie sie es gerne halt haben, ne? Und das geht halt nicht. Sie wissen ja, von mir kriegen sie immer rein Wein eingeschenkt, sachlich, fachlich, fair, ehrlich, recht und gerecht, auf die Zukunft orientiert. Und das ist auch heute so. Hendrik Wüst ist bei uns, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Herr Wüst, Lindemann und Merz haben wir gehört. Ist es ein Coup oder ist es brandgefährlich? Ist es ein Ego-Trip oder ist es ein Dienst an der Demokratie? Es ist das, was wir auch in anderen Wahlen gesehen haben. Ich erinnere an Sachsen-Anhalt bei Rainer Haseloff. Die Menschen entscheiden kurz vor der Wahl, sie wollen nicht von der AfD regiert werden und gehen dann zum Marktführer. Sie gehen dann zu dem Amtsinhaber, den sie kennen, dem der vorne liegt, wo die Stimme dann am besten wirkt, weil da eh schon die meisten in den Umfragen sich tummeln. Insofern ist das jetzt besser, als er die AfD gewonnen hätte, keine Frage, aber der entscheidende Punkt muss sein, und darüber, finde ich, sollten wir auch mal reden hier, wie kriegen wir nach diesen schockierenden Ergebnissen in drei ostdeutschen Bundesländern und bei der Europawahl, bei der Europawahl kamen über 4 Millionen Stimmen für die AfD aus dem Westen. Das ist nicht nur ein Ostthema. Wie kriegen wir die AfD runter? Die kriegen wir nur runter, wenn Sachthemen anders gelöst werden als bisher. Und dann haben wir auch nicht mehr diese Situation, dass es am Ende so läuft, dass Leute, die noch nie SPD gewählt haben oder vielleicht woanders die CDU gewählt haben, dann eine Partei wählen, nur damit die AfD nicht. Das kann doch nicht der Sinn von Demokratie sein, dass alle nur noch dahin gehen, wo sie eigentlich vielleicht gar nicht so sicher hinwollen. Die AfD kann zwar. Die AfD muss inhaltlich gestellt werden, ja. Und wir müssen ihr den Nährboden der Frustrierten entziehen. Und deshalb muss auch in Berlin bessere Politik gemacht werden. Wir machen jetzt als Länder einen Vorschlag über den Bundesrat. Kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Hier ist die Frage der Moderatorin. Michael Kretschmer hat den Wahlkampf für Dietmar Woidke gemacht. Ja, sagen Sie da, der will ich ja sowas von sauer als CDU. Fand ich jetzt so nicht nötig, fand ich nicht okay. Man kann auch mit einem Kollegen ein paar Monate vor der Wahl was zusammen machen, ist nicht die Frage. Aber niemand aus einer anderen Partei zu empfehlen, in dem Moment habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht okay gefunden. Ich kenne seine Motive, die Motive sind okay, aber ich habe es ehrlich gesagt für die Wahlkämpfer um Jan Redmann in Brandenburg als Zumutung empfunden. Im Grunde genommen kann man jemanden wegen parteischädlichem Verhaltens aus der Partei ausschließen. Ja. Also wenn man korrekt wäre, müsste man eigentlich letztendlich zumindest ein Verfahren für uns einen Parteiausschluss. Eine Rüge erteilen. Also wenn der eigene, ist ja nicht irgendein, weiß ich, kleines Mitglied, den öfters mal frustriert, da gibt es auch Leute, die sind Parteimitglied, die wollen ihre eigene Partei nicht. Also das gibt es einfach alles gar nicht sowas. Also es gibt schon, aber es ist also unmöglich. Wenn nur die eigenen Leute noch nicht mal einwählen. Also das ist echt der Hammer gewesen, dass der Kretschmer letztendlich von der CDU letztendlich den SPD-Mann empfiehlt zur Wahl. Nicht? Und da geht es ja nicht um eine Stichwahl, sonst was, sondern es geht ja einfach um eine ganz normale Wahl. Da kann man schon erstaunt sein, was da so alles passiert ist. Aber wichtig ist, dort in Brandenburg gibt es jetzt eine Besonderheit. Und zwar möchte die CDU nicht mit der SPD regieren. Die Koalitionsgespräche sind letztendlich abgebrochen worden. Und jetzt beginnen die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und BSW. Und die AfD hat dem BSW ein Angebot gemacht zu Gesprächen. Und das BSW möchte sprechen, soweit ich das jetzt richtig gelesen habe. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert, meine Damen und Herren. Ja, das wird spannend werden. Thüringen war heute auch spannend, haben Sie das gesehen? Ich habe es auch auf dieser Facebook-Seite gepostet. Den Link von dem Thüringer Landtag, wo die Live-Plenarsitzungen übertragen werden. Ich habe mir das Drama da angeguckt, was da passiert ist. Da gab es riesige Probleme mit der Geschäftsordnung, wie zum Beispiel jetzt die erste Sitzung des Alterspräsidenten abzulaufen hat. Da gab es die Diskussion,
Geschäftsordnungsanträge können erst gestellt werden, wenn der Landtag sich konstituiert hat und ein Landtagspräsident gewählt wird oder gewählt wurde. Und die Abgeordneten von Linke, BSW, CDU und SPD haben gesagt, man kann auch Anträge zur Geschäftsordnung stellen, wenn noch nicht der Landtagspräsident gewählt worden ist. Sowas kann man immer. Und jetzt findet vor dem Thüringer Verfassungsgericht ein Verfahren statt, ein Eilverfahren statt, oder ich weiß gar nicht, ob sich jetzt ein Antrag einzelner Rechtsschutz stellen oder ein Eilverfahren, ob jetzt Anträge zur Geschäftsordnung schon gestellt werden können, wenn der Landtag sich noch nicht konstituiert hat. Und das noch nicht konstituiert hat, heißt, dass der Landtagspräsident noch nicht gewählt wurde. Das heißt, dass der Alterspräsident letztendlich abgelöst wird vom Landtagspräsidenten. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, eine entscheidende Frage. Ich habe jetzt die Thüringer Verfassung, das Ganze jetzt nicht gelesen und auch nicht den Kommentar dazu. Aber es war heute eine spannende Diskussion, die da stattgefunden hat. Es war, also sowas habe ich noch nie gesehen. Gucken Sie sich mal den Link an. Wir reden um das, wie Köpfe Politik machen. Und da ist interessant, dass sich offensichtlich auch die CDU nicht für ihre populärsten Köpfe entschieden hat. Herr Söder und auch ein gewisser Hendrik Wüst stehen in der Beliebtheit vor Friedrich Merz. Und entschieden hat sich die CDU jetzt für Friedrich Merz als Kanzlerkandidat. Warum? Ich glaube, der Unterschied in Beliebtheit ist für Ministerpräsidenten immer recht leicht zu gewinnen. Wir regieren. Und in der Opposition hast du eine andere Aufgabe. Deswegen gibt es Unterschiedlichkeiten in der Wahrnehmung. Auch wenn ich hier schon viel so Wahlkampf-Vibes höre, die Wahl ist erst in einem Jahr und da wird Friedrich Merz auch noch an Beliebtheit zulegen. Wir sind dankbar, dass Melanie Ammann heute bei uns ist, Spiegel-Hauptstadt-Korrespondentin. Naja, Markus Söder ist doch beliebter als Friedrich Merz. Ich glaube, jetzt hat er irgendwie, hat jetzt Schnauzkinmaat, Friedrich Merz, nicht Friedrich Merz, aber Markus Söder. Bei der SPD ist ja so, Pistorius ist ja am beliebtesten mit Abstand. Und wenn wir eins gelernt haben, jetzt in den letzten Wahlen, ist, Sie kennen das ja politikwissenschaftlich, worauf kommt es an? Partei, Programm, Person. Und dass die Person an Bedeutung zugenommen hat. Und Pistorius ist nun am beliebtesten. Ich kann es nicht so ganz verstehen, warum. Weil Pistorius war Innenminister in Niedersachsen und ich habe ja in Niedersachsen gewohnt und Überwachungsskandal und die ganzen Straftaten, die passiert worden sind. Er hat nicht die Fachaufsicht ausgeübt und hat dafür gesorgt, dass dort ermittelt wird. Ja, also er hat letztendlich auch total versagt. Deswegen bin ich damit Beliebtheit für Pistorius vorsichtig, gelinde ausgedrückt. Das sollten Sie auch wissen. War sie lange und jetzt ist sie stellvertretende Chefredakteurin dieses Blattes. Fangen wir mal mit Robert Habeck an. Ihre Kollegin aus dem Spiegel, Sabine Rennefanz, schreibt, und jetzt also alles zugeschnitten auf Robert Habeck und das wird ein Bündnis Robert Habeck, ein BRH. Wird das funktionieren mit dieser Partei, die eigentlich so pluralistisch ist? Ja, da, ich finde, das ist die Grundfrage, vor der die Partei jetzt steht. Wie sehr will sie die Robert-Habeck-Partei sein und wie sehr will sie back to the roots? Und das ist jetzt durch diese Personalentscheidung und durch den Rücktritt des Vorstandes ja noch lange nicht geklärt, sondern jetzt wird die Frage erst virulentlich entscheiden. Und die Grünen stehen da, glaube ich, vor einer ganz schwierigen Wahl, weil ihnen laufen ja nicht nur die Leute weg, denen die Grünen zu ideologisch sind oder zu links oder so oder zu dirigistisch, was auch immer man ihnen vorwirft, sondern ihnen laufen ja auch die Leute weg. Haben wir bei der Europawahl ja vor allem gesehen, denen zu wenig grüne Ideologie sozusagen da ist in der Ampel, sondern die sich mehr Klimaschutz wünschen, die sich die Politik der offenen Grenzen sich wünschen oder Ja, die zumindest bei den es gibt. Migrationsplänen, die sie da jetzt haben, gerade sehr skeptisch sind. Und ich glaube, Genau, die dass die Politik der offenen Grenzen Partei, wünscht, wie sich die Leute in der Masse wollen das aber nicht. mutmaßlich als Kanzlerkandidat oder Das muss man Spitzenkandidat einfach der mal Partei ja so kapieren. in die Mitte bringen Dass will, es da eine das hat politische sich jetzt sehr Abstimmung gibt, die an Masse der Leute Merkel will noch das mal nicht, aus also dem wird die Partei Fokus nicht mehr gewählt. gerückt hat Das. und da zahlt man schnell mal Da in liegt es den Kreis. einfach, da liegt Also es am Programm. dieses Thema Migration könnte für die Grünen, glaube ich, wirklich so ein Spaltungsthema werden wie für die SPD Hartz IV oder so. Darauf kommen wir heute auf jeden Fall noch zurück. Schauen wir noch mal auf den Bundeskanzler. Glauben Sie tatsächlich, dass er es schaffen wird, die nächsten 12 Monate genau Kann mit ja Dietmar dieser Wolke als Haltung, Bundeskanzlerkandidat Brandenburg, was antreten, aber ich gelungen, glaube, er ist auch was schon ein Ihnen auch bisschen älter, gelungen ne? ist, nicht nur durchzuhalten, sondern Ja, auch nochmal zu eine realisieren? Möglichkeit.
Aber wie gesagt, aber es war ja ganz amüsant, dass Sie Herr Fürst jetzt gesagt haben, so ist insgesamt leicht, bin ich mit denen vollkommen unzufrieden. Als Oppositionsführer, man sieht ja an Olaf Scholz, der ist ja das wandelnde Gegenbeispiel, der Gegenbeleg für Ihre These, furchtbar unbeliebt und regiert trotzdem munter weiter. Ja, und vielleicht auch eine Minitheke für Friedrich Merz, weiß ich nicht, aber jedenfalls, ich denke, er wird weitermachen, also er ist wild entschlossen weiterzumachen. Und letztlich, diese Ampel wird wahrscheinlich weitermachen, wenn nicht einer der drei Männer, Olaf Scholz, Robert Habeck oder Christian Lindner, entscheidet. Wir wollen das jetzt, sie ist dann wieder raus. Und zur CDU, da ist nun eben interessant, dass tatsächlich Herr Wüst und Herr Söder in der Popularität vor Friedrich Merz liegen. Müsste nicht eigentlich Boris Pistorius und Herr Wüst die Kandidaten sein für die Bundestagswahl? Ich finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Fälle jetzt. Ich halte tatsächlich diesen Traum von Boris Pistorius als Kandidat, das halte ich wirklich für überschätzt. Also weil er ist noch nicht lange in der Bundespolitik und es ist schon ein anderes Pflaster in der Bundespolitik. Und er ist halt als Minister viel weiter abgeschlagen in der öffentlichen Aufmerksamkeit als jetzt ein Bundeskanzler, auf dem jeden Tag der Scheinwerfer ist, wo du jeden Tag sozusagen beobachtet wirst. Ich meine, wie viele Tage verstreichen, wo keiner von uns hier am Tisch an Boris Pistorius denkt, aber wie viele Tage verstreichen, wo das Olaf Scholz so ist. Und das ist schon, diesen Druck muss man erstmal aushalten. Und ich finde, bei Ihnen ist es noch mal ein bisschen was anderes, weil Sie eben Regierungschef. Also ich mach's, meine Damen und Herren. Ich hätte mich jetzt zur Verfügung gestellt. Das ist eine andere Qualifikation. Wir sind jetzt schon die Nummer 1 in NRW, denke ich, sind die Leute schon mehr unter Beobachtung. Insofern hätte mehr für Sie gesprochen als Kandidat. Aber auch da, ich glaube, es ist einfach wahrscheinlich nach so einer Parteilogik nicht vermittelbar, dass die Nummer 1 und der Vorsitzende nicht auch der Kandidat wird. Dann müsste er am März am nächsten Tag zurücktreten, wenn er das nicht. Was dann noch interessant am Ende. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, hat letztendlich das. Ja, wenn er den vollkommen daneben ist, sozusagen das ungeschriebene Gesetzrecht, das zu machen. Wirtschaftlicher Erfolg dieses Landes und stabilitätsorientierte Haushaltspolitik mit mutiger Schwerpunktsetzung. Das sind die Fragen, die geklärt werden müssen. Es geht um das Rentenpaket, das klar verabredet ist, das für Millionen Rentnerinnen und Rentner. Ja, und das, was der Christian Lindner gerade gesagt hat, ist ja genau das, was eben nach 3 Jahren Regierung grottenschlecht ist. Das Wirtschaftswachstum ist katastrophal, die Industrie wandert ab. Jetzt hat man ein Paradebeispiel mit Volkswagen, was ganz stark in den Medien ist, wo ganz viele Leute auch betroffen sind. Es sind auch viele andere betroffen, in kleineren Unternehmen. Aber Volkswagen ist halt das deutsche Unternehmen, was eben in den 30er Jahren vom Staat gegründet worden ist. Deswegen halte ich es auch nicht verkehrt, wenn der Staat Unternehmen gründet. Wenn zum Beispiel in gewissen Bereichen, ja, das sich komplett deindustrialisiert hat, kann man mal probieren. Hatte man damals bei Corona mal angeschnitten, dass man mal ganz schnell so eine Maskenfabrik eben hochzieht. Hat keiner richtig gemacht, bis das in die Gänge gekommen ist. Hat ewig gedauert. Aber das hatten wir damals thematisiert. Das wollen wir heute nicht tun. Fakt ist, das Wirtschaftswachstum in der BRD ist katastrophal. Fakt ist, die Haushaltspolitik ist eine Katastrophe. Ich will Ihnen mal sagen, was mich wieder ganz, ganz stark besonders geärgert hat. Was mich damals auch schon bei Helmut Kohl geärgert hat. Die Deutsche Bahn zum Beispiel hat einen ganz, ganz, ganz schweren Fehler begangen. Sie hat diese Logistiktochter DB Schenker zu einem 2-stelligen Milliardenbetrag an ein dänisches Unternehmen verkauft, weil sie ihre Schulden bei der Bahn insgesamt reduzieren wollten. Nun ist dieses DB Schenker, dieses Unternehmen, ist hochprofitabel. Hochprofitabel. Der Personenverkehr im Regionalverkehr ist defizitär. Der ICE-Verkehr ist profitabel. So, jetzt hat man einen richtigen Schritt gemacht. Man hat diese Netzentgelte, dass man auf den Schienen fahren darf. Auch eine Privatbahn hat man erhöht. Dadurch würden zwar die Kosten für den Personennahverkehr oder Personenverkehr steigen, aber es wird das Defizit der Bahn zumindest reduziert. Aber dass man ein hochprofitables Teilunternehmen der Deutschen Bahn AG verkauft an die Dänen für einen 2-stelligen Milliardenbetrag,
Damit hat man deutsche Infrastruktur, den deutschen Staat wieder verkauft. Das hatte ich ja reingeschrieben ins Parteiprogramm, der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft. Eine absolute Katastrophe. Man sollte besser mal die Bahn entschulden. Der Bund sollte die Schulden der Deutschen Bahn AG übernehmen. Dazu besteht auch momentan die Möglichkeit. Warum? Weil die Firma Intel, Sie kennen das, dieser riesengroße Chiphersteller, der wollte ja da in Brandenburg, glaube ich, war das aus Sachsen-Anhalt, eine riesengroße Chipfabrik bauen und wollte, glaube ich, 10 Milliarden Euro Subventionen bekommen. Jetzt gibt es da wohl Probleme mit dem Bau, mit der Baugenehmigung, und diese 10 Milliarden Euro werden nicht gezahlt. Jetzt wird überlegt, was soll damit gemacht werden im Haushalt. Und dann ist schon diese Diskussion, da können die schon ausflippen. Wenn man weiß, diese Investitionen, die finden dann im nächsten, übernächsten Jahr statt, dann muss man eben das in die Rücklage stellen, um den Haushalt für zukünftige Bereiche zu entlasten. Dann wird eben aus der Rücklage das dann heraus bezahlt und der laufende Haushalt aktuell wird nicht weiter belastet. Oder aber, was eben sich anbieten würde, wäre, dass man die Bahn eben entschuldet, dass man eben die 10 Milliarden Euro der Deutschen Bahn AG gibt. Und DB Schenker-Verkauf wird heute nicht gemacht. Ich werde dazu auch nochmal eine Petition schreiben an den Deutschen Bundestag und klipp und klar sagen, dass das, was sie da machen, unmöglich ist. Es ist sozusagen der Verkauf von Tafelsilber. Die Bilanzsumme wird weniger. Und dieses Tafelsilber ist sogar noch sehr ertragreich. Ansonsten hätte man auch nicht so einen hohen Kaufpreis bekommen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Michael-Ratzer-Partei, die schwarz-weiße Bewegung, möchte. Wir stehen für Substanzaufbau. Ich will jetzt nicht in allen möglichen Details gehen. Ich will nur die grundlegenden Dinge sagen, was ich unter Substanzaufbau verstehe. Das bedeutet, dass Gewinne, die einbehalten werden, niedriger besteuert werden als ausgeschüttete Gewinne, um Eigenkapital aufzubauen. Das bedeutet, dass im privaten Bereich die Arbeitnehmersparzulage verdoppelt wird, in der Förderung und in der Förderhöhe. Und dass die Eigenheimzulage zum Beispiel wieder eingeführt wird, dass Substanz aufgebaut wird. Und beim Staat geht es um die Rentenpensionsfonds und um die Beamtenpensionsfonds und um die Stiftung des öffentlichen Rechts, dass dort Kapital aufgebaut wird. Umso höher das Kapitalvermögen ist, umso mehr sind auch die Kapitalerträge und es baut sich nachhaltig etwas auf. Und das, was da eben passiert, ist eben, dass die Substanz, die sehr ertragreich ist bei der Deutschen Bahn AG, verkauft wird, um Schulden zu tilgen, und der ganze Verkehr insgesamt ist aber defizitär. Und das, was jetzt eben zum besseren Ergebnis noch geführt hat, dass das Ergebnis nicht ganz so schlecht ist, das hat man verkauft. Und das ist also wirklich eine Politik, die ist sowas von, widert mich sowas von, das ist mir sowas von zuwider, was die da veranstalten. Also wenn ich da die Verantwortung hätte, die würde ich so rund machen. Man sitzt ja auch als Staat letztendlich nicht im Vorstand des Unternehmens, sondern im Aufsichtsrat. Und weil die Deutsche Bahn gehört jetzt 100% dem Bund. Und ich glaube, der Finanzminister ist, glaube ich, da drin, aber wie gesagt, die FDP ist eh für Verkauf von Staatsvermögen. Die ist da sowas von schädlich, die FDP, was sowas angeht. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen, aber ich bin wirklich tief enttäuscht. Das sind nur mal so Beispiele, wo man sagt, diese Politik läuft mir 100% zuwider. Durchgebracht werden muss. Es geht um die Frage der Tariftreue und damit verbunden, dass wir wollen, dass die Löhne in diesem Land steigen. Wir haben im Bereich Wohnen, Bauen bisher nicht besonders viel aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Das ist eine zentrale Frage der Gerechtigkeit und ehrlich gesagt auch der Inflation in den Ballungszentren. Da müssen wir vorankommen. Ja, da hat er vollkommen recht, der Grünen-Chef. Da ist nichts zustande gekommen. Nichts zustande gekommen. Es geht vor allen Dingen um den sozialen Wohnungsbau. Da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, will ich noch mal kurz ansprechen. Sozialer Wohnungsbau gehört letztendlich in staatliche Förderung. Privater sozialer Wohnungsbau, wissen Sie, ist nicht nachhaltig. Warum? Weil Sozialbindung letztendlich zeitlich begrenzt ist und nach einer gewissen Zeit dann aus der Sozialwohnung eine ganz normale Wohnung wird. Und aufgrund dessen die Anzahl der Sozialwohnungen sinkt. Wenn man nicht eine starke staatliche Förderung macht, das kostet Steuergeld. Besser wäre es, wenn man den sozialen Wohnungsbau eben vom Staat her macht oder vielleicht auch bei Genossenschaft. Ja, aber staatlich ist schon besser. Und da habe ich ja klipp und klar gesagt, es gibt zum Beispiel städtische Wohnungsbaugesellschaften wie in Kassel die GWG. Und es gibt eine Landeswohnungsbaugesellschaft in Hessen wie die GWH.
diesen muss man eben Eigenkapital zur Verfügung stellen. Das kann aus dem Stadthaushalt sein, das kann aus dem Landeshaushalt sein. Aber eigentlich ist es so, dass der Bund ja das Geld ausgibt dafür und der Bund gibt das Geld letztendlich an die Länder weiter und die Länder geben das Geld letztendlich dann weiter an die Gemeinde. Ich habe ja auch einen Artikel da reingeschrieben über die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Göttingen, dass dort eben investiert wird und dass eben Förderung vom Land zur Verfügung gestellt wird und das Land bekommt das Geld wiederum vom Bund. Das ist mal eine richtige Maßnahme, was natürlich insgesamt viel zu wenig. Und da geht es eben darum, entweder man drosselt die Zuwanderung und schickt die Leute wieder nach Hause, dann haben sie kein Wohnproblem. Oder aber sie müssen immer mehr Wohnungen bauen. Nicht mehr Wohnungen bauen, die ganzen Leute hierher holen, ist nicht in Ordnung. Das muss man sich auch mal ganz klar sagen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges, entscheidendes Thema. Habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Es wird einfach nicht richtig zur Kenntnis genommen und das Problem wird nicht abgestellt. Die reden halt mal drüber schön, es wird nicht abgestellt, das Problem. Wenn sie nicht in der Lage sind, mehr Wohnungen zu bauen, müssen sie die Leute nach Hause schicken. Und nicht mehr reinlassen. Und wenn die Leute irgendwann merken, die labern nur rum und es kommt einfach nicht zur Problemlösung, dann haben die Leute irgendwann die Schnauze voll. Dann haben sie dann, was ich, CDU oder AfD, ja, und die stehen jetzt nicht unbedingt dafür, dass der soziale Wohnungsbau stark gefördert wird. Und die FDP auch nicht. Und es muss, das habe ich schon mal gesagt, es muss so viele Sozialwohnungen geben, wie es Wohnungsberechtigungsscheinempfänger gibt. Ja, Wohnungsberechtigungsscheinempfänger gibt, BMWS abgekürzt. Und die Anzahl der Wohnungsberechtigungsscheinempfänger richtet sich auch noch darum, wie hoch die Eigentumsquote ist. Haben Sie eine sehr hohe Eigentumsquote, haben Sie eben weniger Wohnungsberechtigungsscheinempfänger, haben Sie eine geringe Eigentumsquote, haben Sie eben mehr. Weil wenn Eigentum vorhanden ist, brauchen Sie eben keine Miete bezahlen. So ist das. Das heißt, wenn Sie dort Maßnahmen durchführen zur Förderung von Eigentum, zum Beispiel Mietwohnungskauf, das wird auch überhaupt gar nicht darüber diskutiert, bis Mietwohnungskauf. Es wird nur über Baukindergeld gesprochen, wird über Eigenheimzulage wird gesprochen. Aber diese ganzen Dinge, die miteinander in Zusammenhang stehen, es wird überhaupt nicht erkannt und wird überhaupt nicht darüber diskutiert. Ich habe es ja schon mal angesprochen, ich will es noch mal ein paar Sätze noch mal kurz sagen. Das Problem in Deutschland besteht darin, dass eben die Sozialleistungen aus verschiedenen Töpfen gezahlt werden, die eben von verschiedenen Stellen gezahlt werden. Es gibt die Kommune, es gibt das Land und es gibt den Bund. Wenn das alles aus einem Topf gezahlt werden würde, hätte man letztendlich den Vorteil, dass wenn man eine ganz starke Wohneigentumsförderung machen würde, letztendlich dann an der anderen Stelle eben weniger zahlen muss und man kriegt teilweise das Geld, was man eben da ausgegeben hat, kriegt man eben als Ersparnis wieder rein. So. Wenn jetzt aber andere Stellen, andere Ebenen letztendlich die Sozialleistungen zahlen und dort einsparen, spart dann die Stelle, die eben diese Fördermaßnahmen gemacht hat, das nicht ein. Anderes Beispiel ist eben, wenn Sie eine ganz starke Wirtschaftsförderung betreiben in Ihrem Bundesland und nehmen dafür zum Beispiel Kredite auf. Die Wirtschaftsleistung in Ihrem Bundesland steigt, sagen wir mal, sind erfolgreich mit Ihrer Politik. Was passiert? 98% der Mehreinnahmen, die Sie da generieren, müssen Sie an den Länderfinanzausgleich abgeben. 2%, weniger als 2% sind sogar, dürfen Sie behalten. Das heißt, aufgrund dessen, dass Sie dieses Problem haben, wird eben dementsprechend auch weniger gefördert. Oder das andere Problem ist halt die Ausbildung von Ärzten, von Akademikern oder von Ärzten. Zahlen die Bundesländer, ist sehr teuer, und dann gehen die eben in andere Bundesländer. Und das Bundesland hat die Kosten. Also keiner will da richtig was machen. Das sind diese Probleme, die wir im Föderalismus haben. Wenn Sie zum Beispiel in eine Unternehmensbeteiligung investieren und Sie generieren dadurch Dividendeneinnahmen, dann geht diese Zahlung nicht in den Länderfinanzausgleich hinein. Und Sie können das Geld vollständig behalten.
wenn sie aufgrund dessen, dass sie an dem Unternehmen beteiligt sind, das Unternehmen dazu bringen, in ihrem Bundesland zu investieren, ja, dann haben sie es richtig gemacht. Dann haben sie gewonnen. Ja. Wenn es ihnen gelingt, aufgrund der Beteiligung dazu das Unternehmen zu bringen, in ihrem Bundesland den Firmensitz hinzusetzen, dann haben sie noch mehr gewonnen. Aber im Grunde genommen müssen sie auch dort wieder 98% dessen, was sie da mehr einnehmen, abgeben. Dann haben sie eigentlich doch nicht gewonnen. Gewonnen haben sie, wenn sie die Renteneinnahmen haben. Dann müssen sie das Geld in den Länderfinanzausgleich nicht abgeben. Und das sind so diese ganz grundlegenden Probleme, die wir eben in unserem Staat haben, warum das Wirtschaftswachstum eben geringer ist als in anderen Ländern, die diese Problematik nicht haben. Und da liegt eben viel, viel Potenzial. Eine andere Problematik ist klar, mangelnde Kinderanzahl, haben wir tausendmal besprochen, wird wieder nicht zur Diskussion gestellt. Immer das Gleiche. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die vom Satan gesteuert sind, vom Ausland oder wo auch immer, ob die alle bescheuert sind. Ich habe heute noch mal gelesen, dass in Sachsen die Geburtenrate auf 1,3 Kinder je Frau gesunken ist. Und da muss Sachsen reagieren und Sachsen reagiert nicht. CDU. Ja. Die CDU war immer gegen Zuwanderung. Und macht da jetzt ein Hermann, deswegen widern mich alle an. Ja, sie widern mich alle an. Ist da der Streit nicht vorprogrammiert? Also wartet man nicht darauf, dass irgendeiner rausspringt und sagt, nee, klappt nicht. Also wenn man sich diese drei Wortbeiträge anschaut, dann sind die überhaupt nicht widersprüchlich, weil das sind alles Dinge, die wir in der Koalition vereinbart haben. Ja. Wenn Christian Lindner sagt, wirtschaftliche Dynamik, dann ist das etwas, wo wir Grünen sagen, unbedingt, definitiv, wir stellen den Wirtschaftsminister. Selbstverständlich wollen wir gerade mehr Gesetze beschließen, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Und das haben wir zum Glück auch verabredet. Wenn die SPD sagt, das Tariftreuegesetz, ich habe es persönlich mit verhandelt, ich möchte das auch unbedingt, dass das beschlossen wird. Und das Thema Mietenregulierung ist eine Federführung bei der SPD, aber ein Thema, was wir Grünen sehr unterstützen, auch im Koalitionsvertrag und aus meiner Sicht für Menschen gerade in Ballungszentren extrem wichtig. Und deswegen das Gute an dieser Koalition ist, alle Koalitionspartner bringen ihre Perspektiven ein. In der Sache können wir uns aber deutlich öfter einigen, als wir draußen so sichtbar machen. Wir haben Frau Schwesig schon gefragt, was die FDP unter wirtschaftlicher Stimulation versteht. Wollte ich gerade sagen. Wirtschaftlicher Stimulation von ist, glaube ich, etwas ganz anderes. Aktuell 49 Maßnahmen verabredet. 49 Punkte des Wirtschaftswachstumsgesetzes. Genau, und wie meint Christian Lindner auch, dass die jetzt kommen müssen? Da würde ich sagen, es stimmt. Ja, aber er wünscht sich tatsächlich ja auch, dass es eine Lösung endlich in der Migration gibt. Er wünscht sich eine Lösung, die es endlich im Haushalt geben muss. Jetzt ist die FDP, das wünschen sich alle, das stimmt, jetzt ist die FDP hier nicht am Tisch, aber es gibt eine große Nähe, Herr Wüst, natürlich zu den wirtschaftlichen Positionen zur Union. Womit rechnen Sie eigentlich? Glauben Sie, dass die CDU, die sagt ja regelmäßig die FDP, ne, also nur noch die Hälfte vom Tierschutzverein, hat Herr Merz gesagt, glauben Sie, dass die FDP rausbringt? Das hängt immer davon ab, mit wem man gerade bei der FDP spricht. Okay. Die einen, so viele. Ich glaube, die sagen alle dasselbe. Nee, die einen. Die FDP Leute gehen dann zur CDU ab. Als morgen raus und die anderen haben Sorge, dass sie dann als verantwortungslos dastehen. Sie haben damals Jamaika nicht machen wollen. Insofern ist die FDP da, glaube ich, auch ein Stück weit zerrissen. Ich mache mir aber wenig Kopf über die FDP. Ich mache mir den Kopf, ob auch nur ein Teil dieser Themen, der da jetzt gerade genannt worden ist von den Protagonisten der Ampel, noch eine Chance hat, in den nächsten 12 Monaten umgesetzt zu werden. Darauf kommt es noch an. Wir haben noch 12 Monate eine gewählte Bundesregierung. Alle schielen schon darauf, dass sie möglichst schnell auseinanderkommen, vielleicht sogar vorzeitig, wer weiß das. Aber entscheidend ist, dass wir eine Bundesregierung haben, die handelt. Der Haushalt war jetzt gerade nur so eine Randnotiz. Das wird der Lackmustest werden, ob man nochmal zusammenkommt. Da fehlt es an Milliarden, jeden Tag kommen neue Milliardenlöcher hinzu. Ich denke, da wird der Punkt sein, wo man jetzt sieht, man ob man aber noch mal 11 will oder nicht. Milliarden von Intel verteilen können und da ist man sich offensichtlich ja, einig gewesen. Da fehlen schon wieder 9,5 Milliarden beim Bürgergeld. Ja. Also wie gewonnen, so zerronnen. Wenn wir, Frau Schwesig, nochmal die Frage von vorhin, wenn sich die Sozialdemokratie... Wie gewonnen, so zerronnen, hat immer gesagt. Ist aber nicht richtig. Weil es nicht sagt, der Sache richtig ist. Manchmal holt man so Sprüche raus, weil man das einfach, man hat diese Unarten von den Leuten übernommen. Das darf man nicht machen.
Ja, es gibt 9,5 Milliarden mehr Euro Bürgergeld, ja, für Ausländer oder für was auch immer. Ja, immer auch weg die Scheiße, meine Damen und Herren. Achso, was ist eigentlich mit meinen 30 Millionen Euro Entschädigung? Demokratie, die SPD jetzt vornimmt, Herr Klingbeil, sehr deutlich. Wir müssen sozialdemokratischer werden. Herr Kühnert, sehr deutlich. Wir müssen an diese drei Themen, Mieten, Tariftreuegesetz und die Renten, die Sie schon markiert haben. Und Herr Klingbeil das massiert und Herr Lindner aber sagt auf gar keinen Fall. Und Herr Vogel von der FDP auch auf der Bremse steht, wenn es allein um die Rente geht. Wie sollen da diese Einigungen zustande kommen? Nochmal, Lindner. Also ich sage, dass mit der FDP und SPD und Grüne, das passt halt überhaupt gar nicht halt, ne? Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es eine Koalition gibt von SPD, Grünen und BSW. Dann geht es natürlich den Reichen richtig an den Kragen, nicht? Man weiß es nicht so genau, was bei der BSW jetzt abgeht, wie dieser Wagenknecht da jetzt drauf ist. Ja, Geld ist genug da in Deutschland. Man muss es sich nur holen, hat die Gewerkschaft gesagt. Wie gesagt, ich bleibe bei der Michael-Ritzler-Partei. Ich bin der schwarz-weißen Gründer. Wir haben das beste Programm, dabei bleibe ich auch, weil es eben das Gesamte in den Vordergrund stellt und wenn es der Gesamtheit besser geht, geht es auch dem Einzelnen besser. Insgesamt. Das ist eben der Weil, Ansatz. anders in der Wahrnehmung, eigentlich Konsequenzen ziehen, die jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Also ich erwarte einfach von einer Regierung, die ja gewählt worden ist, die sich gebildet hat, dass sie auch arbeitet und umsetzt. Ich halte nicht viel davon, jeden Tag darüber zu sprechen, wer jetzt welche rote Linie hat und droht, irgendwie auszusteigen. Für die SPD ist völlig klar, wir haben einen Koalitionsvertrag und ich muss sagen, was ich nicht verstehe, ist, wir waren bei den Koalitionsverhandlungen dabei und ich war eigentlich positiv überrascht, wie es SPD, Grüne und ja, damals bei den Koalitionsverhandlungen gab es richtig gute Beratung. Es gab keine Streiterei, keine bösen Durchstechereien, sondern man hat es geschafft, das Thema Soziales, Wirtschaft und Ökologie eigentlich gut zu verbinden. Was auf der ganzen Strecke jetzt so dazu geführt hat, dass es jetzt eben immer so aussieht, als ob es nur Streit gibt und man überhaupt gar nicht mehr die Lösung und auch das, was passiert, wahrnimmt. Das ist auch ein abendfüllendes Thema, aber wichtig ist, jetzt gibt es den Bundeshaushalt 2025. Der kommt morgen in den Bundesrat. Der beinhaltet 81 Milliarden Euro Investitionen. Die sind dringend notwendig. Übrigens auch für uns Länder sind da gute Sachen bei. Für Kita, für Digitalpakt. Und das muss jetzt auf die Strecke gebracht werden. Und bei Rente ist es so, da haben sich Herr Habeck, Herr Lindner und Herr Scholz schon längst geeinigt. Und jetzt erwarten wir auch, dass es so kommt. Ich habe was dazu gesagt. Wir können es uns nicht leisten, bei der gesetzlichen Rente irgendwo zu kürzen. Das ist existenziell für unsere Leute. Wir sind noch mal bei der Frage, Frau Ammann, wohin diese Koalition noch gelangen wird. Herbst der Entscheidungen, sagt Christian Lindner, sagt es, glaube ich, insgesamt 10 Mal am Tag, um vor allen Dingen seine Punkte natürlich nach vorne zu stellen, die er gerade in der Wirtschaftspolitik sehr viel anders sieht und grundsätzlich anders sieht, Stichwort Schuldenbremse, als die grünen Partner. Ist das aufzulösen oder geht das jetzt noch 3 Monate so und danach ist Wahlkampf? Dann werden die bis dahin eben vielleicht die Migration noch haben und den Haushalt noch haben. Ich glaube, genau ist das Szenario, das zweite. Also, dass wir jetzt noch ein paar Monate weitermachen. Ich denke, Herbst der Entscheidungen heißt nicht Herbst des Endes der Ampel. Das wird nicht passieren. Und es ist schon faszinierend. Also, die FDP ist jetzt seit Bildung der Ampel aus 7 Landtagen so, und bei 3 Landtagswahlen ganz knapp über 5% gekommen, bei einer ganz knapp über 6%. Und es scheint aber auch innerhalb der FDP ja keine echten Zweifel oder auch gar keinen Druck irgendwie zu geben, dass man diesen Kurs ändern soll. Es wird ja alles im Prinzip nur der Ampel vorgeworfen, das wird ja im Prinzip nur auf die Koalitionspartner geschoben. Und deswegen sehe ich auch nicht, dass ein Kurswechsel oder eine Exit-Option für Lindner oder auch gar keinen Exit-Druck, weil außer Wolfgang Kubicki meldet sich da ohnehin keiner zu Wort. Und Tja, bei der FDP ist es so, das, was die FDP eben ja so auszeichnet, dass die Partei für die besser verdienen, das Ganze, das kommt gar nicht rüber. Man muss aber auch sagen, wenn die FDP da nicht wäre, sondern stattdessen, was ich bin, Sahra Wagenknecht, dann wäre der Spitzensteuersatz schon erhöht worden, zum Beispiel, weil auch die Unternehmensbesteuerung erhöht worden. Was die anderen Sachen angeht,
nicht die Partei für Unternehmer, für Besserverdienende. Da hat die AfD, der FDP, so ein bisschen das Wasser abgegraben. Denn die AfD sagt Gewerbesteuer weg, Erbschaftssteuer weg, Mehrwertsteuer von 19 auf 12 oder 15%. Das heißt, diese Forderungen, die gehen noch viel weiter als die Forderungen der FDP. Die ist zum Beispiel dafür, dass die Erbschaftssteuer nicht abgeschafft wird. Ja. Also, da muss man gucken, ob gewisse Kompetenzfelder, die der FDP früher zugeschrieben worden sind, ob die andere Parteien jetzt besetzen. Und wenn es mal darum geht, Person, Programm, Partei, die Beliebtheitswerte von Christian Lindner, die waren früher auch mal höher. Wenn man jetzt aus der Partei da, eben aus der Koalition und austritt, tja, dann wird die FDP wahrscheinlich nicht in den Bundestag kommen. Aber auch so wird es sehr, sehr schwer werden für die FDP, in den Deutschen Bundestag zu kommen. Einerseits ist die FDP gut, dass eben liberale Werte vertreten werden, aber naja, wenn ich an den Bewachungsskandal denke, in Hessen zum Beispiel, Justizminister von der FDP, keine Maßnahmen ergriffen. Also jetzt nicht mehr, sondern vor einigen Jahren, es läuft ja schon einige Jahre. Das ist alles auch teilweise nur Lippenbekenntnis. Tatsächliches Handeln, das da durchgegriffen wurde, hat nicht stattgefunden. Ist letztendlich auch nicht groß mein Problem. Die, was bei den FDP-Wählern gut ist, das sind meistens Leute, die was anpacken wollen. Die Unternehmer sind, die kreativ sind. Die Leute, die die FDP wählen oder gewählt haben, das sind wichtige Menschen für die Gesellschaft. Meistens auch Ärzte, Rechtsanwälte, das sind wichtige Menschen für die Gesellschaft und die darf man, die können sehr, sehr gerne zu mir kommen. Die sind bei mir auch sehr gut aufgehoben, die brauchen nicht zur FDP gehen. Aber die werden eben auch von der AfD, was gerade Mehrwertsteuersenkung angeht, bei Rechtsanwälten und so weiter, da abgeworben. Deswegen also nochmal, ich denke, es gibt, wenn solange nicht entweder Olaf Scholz oder Robert Habeck oder Christian Lindner die Reißleine ziehen, wird diese Koalition weiterwursteln bis ins neue Jahr. Nochmal zu Habeck zurück. Wird denn jetzt mit Robert Habeck an der Spitze tatsächlich dieses Diskutieren einfacher werden? Weil die grüne Spitze ist eine recht diverse. Das sind eigentlich sechs Menschen gewesen bis dahin. Und Robert Habeck hatte manche Dinge in den Grünen und mit den anderen Koalitionspartnern schon geeint und musste sie dann tatsächlich auch nochmal in der Fraktion abstimmen und sich da pro Kura holen. Einfache Frage, wird das, wenn das jetzt konzentriert auf Robert Habeck läuft, einfacher? Ich glaube, innerhalb der Ampel werden die Grünen zu einem komplizierteren Partner. Also nein, also ich glaube, es wird schwieriger, aber nicht, weil unbedingt Habeck sich jetzt anders in der Regierung verhält, sondern weil Robert Habeck wahrscheinlich mehr Kämpfe auszutragen hat oder seinen Flügel innerhalb der Grünen, in welche Richtung man gehen will. Ich halte diese Frage für offen. Und man weiß ja auch noch nicht, wer da jetzt in Wiesbaden wirklich auf dem Parteitag gewählt wird. Also wie sieht die neue Parteispitze aus? Die berühmten Vorträge, Sie müssen dazu was sagen, absolut. Ne, über Anwesende wird gesprochen, also die beiden Fraktionsvorsitzenden, die beiden Parteivorsitzenden, Frau Baerbock und Herr Habeck, waren das Dream Team der Grünen. Das könnte jetzt zugespitzt werden auf Robert Habeck. Es gibt die Auseinandersetzung zwischen Baerbock und ihm nicht mehr. Es ist nicht nur Kolportage zu sagen, dass viele Koalitionsausschüsse, viele Sitzungen. Tja, Annalena Baerbock hat aufgegeben. Sie war letztendlich Kanzlerkandidatin das letzte Mal. Jetzt ist er der Kanzlerkandidat. Ne? Man hat ja letztendlich dann während des Wahlkampfs gemerkt, dass da eben irgendwie da so Fehler gefunden worden sind bei Annalena Baerbock in der Vergangenheit. Und dann hatte man sich ja schon geärgert, dass man so entschieden hatte. An den Grünen. Naja, ich kann Ihnen nur sagen, ich bin von allen, ich bin eigentlich ein bisschen von allem, aber ich bin insgesamt enttäuscht, schwer enttäuscht. Und dass Sie
Michelitzer den ersten Facebook gelöscht haben und auch die Michelitzer Partei, den Stadtlandkreis Kassel und die Fanpage, dass das alles da rausgenommen haben, das ist auch unmöglich, was sie da sich geleistet haben. Deshalb so lange brauchte, weil sich Robert Habeck ständig rückabstimmen musste und Prokura holen musste, unter anderem auch von Frau Hasselmann und Ihnen. Richtig? Falsch? Falsch. Nein. Falsch. Oh. Falsch. Oh. Genau. Das war, ist immer wieder kolportiert worden, aber ich war ja anwesend und deswegen kann ich an dieser Stelle ganz klar sagen, diese Zuschreibung, das würde jetzt eine Robert-Habeck-Partei werden, erstens, sowas würde Robert Habeck selber als Zuschreibung gar nicht wollen. Er ist zum Glück ein moderner Mann, der teamorientiert arbeitet. Die Grünen sind auch eine Partei, die eine teamorientierte Führung sehr wertschätzen. Erstens. Zweitens, Robert Habeck ist Vizekanzler und damit war er, ist er immer derjenige gewesen, der ein Stück den ersten Posten bei den Grünen hat. Das ist auch richtig so in einer Regierung. Und das Zweite ist, jede Bundestagsfraktion, ich glaube, das würde die SPD nicht anders sehen und von der CDU weiß ich es, von dem Fraktionsvorsitzenden damals, hat natürlich eine eigene Haltung, wenn Gesetze ins Parlament kommen, dass man verhandelt. Die Abgeordneten würden ja sonst auch ihren Job irgendwie an der Garderobe abgeben, wenn sie sagen, Gesetze kommen ins Parlament und wir nicken nur ab, was die Regierung macht. Ich weiß es von Volker Kauder beispielsweise, der explizit immer gesagt hat, diese Bundestagsfraktion verhandelt selbstständig. Das würde keiner anders machen. Und trotzdem stimmen wir uns natürlich als Team ab und die neue Parteispitze wird das genauso machen wie die alte. Und es lag, also nicht mit Nuri Buhr und Ricarda Lang waren immer sehr teamorientierte Menschen. Deswegen finde ich die Zuschreibung der Werbes kompliziert oder nicht. Einfach wenn die neue Parteispitze alles so machen würde wie die alte, dann müsste ja die alte ja nicht zurücktreten. Das ist doch was völlig anderes. Also da war ja jetzt einmal die Unterstellung, die Grünen würden irgendwie nicht teamorientiert arbeiten. Das ist nicht so. Wir haben uns jetzt klar entschieden, wir werden einen Kanzlerkandidaten haben. Wenn Robert Habeck das möchte, wird es Robert Habeck. Das ist auch sonnenklar. Das wird der Parteitag auch entscheiden. Aber wir haben natürlich Stück für Stück jetzt auch an einem Kurs mit größerer Klarheit gearbeitet. Für uns ein ganz wichtiges Thema. Klimaschutz spielt bei den Menschen aktuell. Wir müssen ganz kurz noch mal bei Ihren Erfolgen bleiben bisher, weil es sind keine Erfolge. Ja, Sie hat es jetzt richtig angesprochen. Klimaschutz spielt bei den Menschen zurzeit keine große Rolle mehr. Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Dass diese Themen, die heute eine Rolle spielen, ist Migration. Die Leute wollen Migration nicht und die Grünen sind für mehr Migration. Und Klima war eben vor 4, 5 Jahren das ganz große Thema und das ist der Schwerpunkt der Grünen, wo man den Grünen die größte Kompetenz zuschreibt. Deswegen hatten die auch große, große Zustimmung. Und das ist letztendlich, wenn man es komplexitätsreduziert auf 2 Punkte bringt, die Kernaussage. Was Frau Dröge sagt. Ihr habt die Ampelparteien zusammen so in diesen Wahlen verloren. Da kann man doch eigentlich nicht sagen, es ist eigentlich alles gut. Man kann nicht sagen, also ich hab das auch nicht gesagt. Sie haben das nicht gesagt, ich will nur noch mal diese Frage stellen. Wird es irgendetwas geben, was dafür sorgt, es denkt jetzt nicht weiter jeder an sich in dieser Koalition, sondern man versteht, dass es jetzt der letzte Schuss ist, um als Ampel mit diesen dreien und unter dreien nochmal etwas anzubieten, was die Menschen als Problemlösung verstehen. Letztendlich muss man hinter verschlossenen Türen, kann man sehr gerne stark diskutieren, aber dann muss man ein Produkt erzeugen, was vorzeigbar ist. Und das war in der Vergangenheit oftmals nicht so der Fall, da gab es noch zu viele handwerkliche Fehler. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich für Sie, habe mich heute verabschieden von meinem Live-Kommentar. Das reicht mir hier für heute, weil es wiederholt sich nämlich und sage auf Wiedersehen.